Hallo, heute zeige ich euch eine neue Webseite, Sheepit. Das ist eine Webseite, um Blender-Projekte zu rendern lassen. Also sie unterstützt Cyclist und die Blender-Engine. Und erstmal zum Zeigen, wie das geht. Müsst ihr euch hier oben einfach anmelden und einen Account machen. Und dann gibt es hier eine Webclient. Wie die genau funktioniert, weiß ich nicht. Funktioniert bei mir irgendwie nicht so. Und dann gibt es hier für Windows 32-Bit, wird leider nicht unterstützt, 64-Bit. Kann man das hier runterladen. Ist eine einfache Exe. Kann man mal machen, zeige ich euch gleich, wie das geht. Und für Linux und macOS gibt es hier ein Command. Ihr müsst diese jar-Datei runterladen, dann in die Command-Line gehen, dann diesen Ordner halt in den Ordner gehen, wo das drin ist, und diesen Command eingeben, einfach als Passwort, mit eurem Passwort und der Login mit eurem Namen ändern, und dann läuft das, öffnet sich dann genau gleich, wie wenn ich hier drauf drücke, ein Fenster. So, hier bin ich schon automatisch angemeldet. Wie es genau funktioniert, erkläre ich später. Ihr müsst grundsätzlich einfach, habt ihr eine CPU in der Regel, je nachdem eine GPU oder sogar mehrere. Ihr müsst halt einfach dann das auswählen und rendern lassen, aber dazu mehr später. Wenn ihr jetzt kein Computer habt oder sonst irgendwas rendern wollt, könnt ihr einfach hier euer Projekt hochladen. Ihr müsst einfach halt die Datei auswählen, hochladen und dann renders das. Kann ich mal kurz zeigen, wie das aussieht. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ihr habt dann hier einfach die ganzen Feldchen und das ist jetzt finished, zeigt alles, was fertig ist. Dann die Orangen sind in Progress und Waiting sind die, wo man halt wartet. Also es geht eigentlich deutlich schneller. Es gibt halt immer ein paar Computer, die sind hängen dann nach und dann geht es halt immer recht länger. Aber naja. Wenn ihr das dann so rendern lässt, sieht das dann mehr oder weniger so aus. Wenn ihr das laufen lässt, hier zum Beispiel jetzt mit einem Intel Xeon, 4-Kerner, nicht so leistungsfähig, aber tut seinen Job, also funktioniert. Und je nachdem wie Frame geht es halt länger und kürzer. Gut, jetzt erkläre ich hier dazu mehr, wie ihr das am sinnvollsten macht. Wenn ihr jetzt noch eine Grafikkarte mitlaufen lassen wollt, würde ich einen Prozessor nicht mehr als die Hälfte oder vielleicht ja 3/4 auslasten, weil sonst, wenn nämlich der Prozessor zu ausgelastet ist und die Grafikkarte dann nichts mehr abbekommt, weil Sheepit hat automatische Priorität ganz, ganz niedrig. Das heißt, wenn ihr Computer laufen lässt, also das Hintergrund laufen lässt, könnt ihr den Computer genau gleichzeitig benutzen. Eben aus diesem Grund würde ich den CPU nicht ganz max machen, sondern ich lasse eigentlich bei mir auf der Hälfte, starte das einmal, startest dann nochmal neu das Fenster, also von der gleichen Exe, lass einmal die Grafikkarte laufen, die eine, und mach das Ganze nochmal für die zweite Grafikkarte. So kann ich dann drei Sachen laufen lassen. Das sieht dann mehr oder weniger, wo ist es? Sieht dann ungefähr so aus, wenn ihr das machen lässt. Also hier ist einmal die CPU, sieht man halt, geht länger. Dann hier einmal die GPU und hier einmal die GPU. Und hier sieht man, was Schönes ausgelassen ist, die CPU. 50% und die hier so, ja, 14% bis maximal 25%. Also das funktioniert ohne Probleme, das ist gut. Aber eben fast ohne Probleme. Ich hatte in letzter Zeit keine Probleme. Zum Beispiel hier, was nicht passieren darf, ist, müsst ihr halt schauen, dass eure Festplatte nicht voll ist. Das ist schon mal ein Problem. Und was ich halt natürlich auch mal hatte, hoppala, wo ist es? Hier. Das halt, je nachdem, bei mir komisch war, nicht gerendert habe. Keine Aufträge. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die Verbindung, irgendwelche Fehler. Bei mir, wenn man es auf mehrere Fenster vom Computer offen hat, habe ich deutlich größere Probleme. Und auch vorgestern waren mal alle kurz disconnected. Also, naja. So viel dazu. Das könnt ihr einfach laufen lassen. Ihr habt dann hier eine Ansicht, wo zeigt es jetzt alle von mir verbundenen Computer. Die kann man dann draufgehen, schauen, was wann passiert. Und hier zum Beispiel eine 50 Ti sieht man halt hier. Rendert halt, haut die ganzen Frames raus. Gibt halt auch Projekte, die gehen länger. Cool fände ich es noch, wenn man einstellen könnte, dass man das Projekt sagt, die also akzeptiert, die maximal bis eine Stunde geht, weil sonst rendert das dann manche Frames Ewigkeiten und dann andere gehen ziemlich schnell.
Okay, ich habe hier aber schon kurz einen Cut. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie man das noch richtig, Blenddatei eigentlich noch richtig abspeichert. Der Punkt ist, ihr müsst bei eurer Datei, müsst ihr, dass es korrekt funktioniert, müsst ihr hier bei File, External Data, Pack All in, also in Blenddatei, ist alles in der Blenddatei drin ist. Das ist wichtig. Und dass es mit Cycles funktioniert, müsst ihr auf Cycles, hier müsst ihr dann GPU müsst ihr das aktivieren, weil sonst rendert das nur wieder CPU. Sehr gut. Ja, wollen wir nichts verändern. So. Das wollen wir so haben. Datei auswählen. Wir hätten gerne diese Datei. Send this file. So, hier sind wir wieder. Nun ist es hochgeladen. Ihr müsst jetzt noch kurz schauen, dass ihr die gleiche richtige Blender-Version hier angibt. Das ist jetzt bei mir so. Hier könnt ihr Frames splitten, das heißt, es tut das Frame aufteilen. Bei größeren Frames ist es vielleicht sinnvoller, aber ja. Wenn ihr Animation habt, müsst ihr halt hier das anwenden, also auswählen, dass ihr nachher noch halt ja eine Animation bekommt. Was noch ist, wenn ihr jetzt hier das anschaut, ist vielleicht noch wichtig hier Memory. Ihr seht ihr jetzt diese 100 Megabyte. Jetzt, wenn das jetzt mehr wird, müsste man aufpassen, dass das nicht mehr wird, weil wenn jetzt es auf Maschine, also auf Clients rendert, bei denen die jetzt weniger Memory haben, dann führt das dazu, dass sie die ganze abstürzen. Das ist halt nervig. Also sehen wir hier ungefähr 300. Also ich gebe jetzt hier werde ich jetzt ungefähr gebe ich mal ja 101 ein. So. Add this project. Und dann wäre das dazu, also wird es hochgeladen. Jetzt sieht man hier, ja, alles gut. Und jetzt noch wichtig, wenn man das administriert, muss man hier noch auf Action, muss man hier noch wichtig die Grafikkarte enablen. Weil sonst wird das nur mit der CPU gerendert und das geht natürlich viel länger. Und das ist jetzt hier mein Projekt. Gut, noch was Wichtiges, um das zu zeigen. Falls ihr, wenn ihr das, also jetzt hier, wenn ihr das auf eurem PC rendern lässt, hier könnt ihr noch den Ordner auswählen, wo das die temporären Dateien gespeichert werden. Also die Projekte werden auf eurem PC gespeichert, könnt ihr zwar nicht zugreifen, sind passwortgeschützt, aber falls ihr das irgendwie wollt, dass irgendwo anders das speichert, kann man das hier machen. Gut. Ihr könnt halt das mit der Punkt, das Punktesystem erkläre ich noch kurz. Ist einfach, wenn ihr Sachen rendern lässt, bekommt ihr Punkte. Und um Sachen zu rendern lassen, braucht ihr Punkte. Und je mehr Punkte ihr habt, desto höher ist eure Priorität. Sieht man hier, ich habe Minuspunkte. Wenn das lädt, da, 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 man hier, ich bin relativ, also ich bin der Letzte, weil ich habe jetzt gerade die niedrigste Priorität. Und Leute halt, das sind schon von mir gerenderte Projekte, die zeige ich euch nicht mal. Und Leute mit höherer Priorität sind halt weiter oben. Bei mir rendert das aber gleich was, weil ich halt meine eigene Render-Farm jetzt habe hier und da beginnt es wahrscheinlich gleich zu rendern. Sie sieht, so, das ist schon gerendert worden von meinem Prozessor und das rendert jetzt von irgendeinem Typ. Etwas habe ich noch kurz vergessen. Wenn jetzt das fertig gerendert ist und das hier so anzeigt, dann könnt ihr da draufklicken. Hier könnt ihr download, die Frames downloaden, das ist meistens so um Gigabyte, oder ihr könnt auch einfach direkt das Video runterladen und habt das dann hier als MP4. So, ich war gerade am Schneiden und habe gerade bemerkt, dass ich eigentlich das Teamsystem eigentlich noch gar nicht wirklich erklärt habe. Es gibt nämlich Teams und da kann man reingehen und das Top-Team bekommt halt auch immer, wie also bekommt man jeden Tag noch Punkte extra, aber das sind noch so extra Sachen, die man gewinnen kann. Da gehe ich jetzt nicht drauf weiter ein, aber zum Beispiel, ich habe jetzt mein eigenes Team und das bin jetzt ich, das war der Folge-Account und wenn man halt im Team ist, kann man nämlich jetzt hier etwas anmachen. Options, das heißt, also Teams Projects First. Das heißt, du kannst mit Kollegen in ein Team gehen und dann kann jetzt einer, der einen krassen PC hat oder so, kann dann halt eure Frames rendern. Und auch wenn ihr keine Punkte habt, werdet ihr dann trotzdem gerendert. Und falls ihr in der Warteschlange nach oben kommt,
werden dann auch die Frames von anderen Leuten gerendert. Das heißt, eure Frames werden immer gerendert, weil halt die Computer aus eurem Team die schon rendern, bevor ihr eigentlich in einer normalen Warteschlange eigentlich dann überhaupt dran wärt, wenn man halt diese Option alle im Team so aktiviert haben. Also nochmal danke fürs Schauen und wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach und bis zum nächsten Mal.